Ah, what can I say about Flemington? With its beautiful winter gardens, its magnificent mansions, and its resident dukes, barons, and baronets. Well, I wish I could afford to live there, for one thing. But I guess I'll settle for a visit instead. A very short, very expensive visit. So, herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital. Wir starten heute Flemington. Ich sammle hier aber erst nochmal den ganzen Scheiß hier ein. So, da habe ich nämlich auch noch ein bisschen was. Habe ich hier sonst noch was? Oh ja, Tatsache, noch jede Menge, was ich hier einsacken kann. Ich gucke mir gar nicht an, was ich als nächstes brauche. Meine Stimmung ist heute ein bisschen getrübt. Liegt daran, dass ich leider mein Handy heute geschrottet habe. Ich muss mir hier auch leider mein Leid euch mitteilen. Ja, das heißt, ich bin momentan von der Außenwelt abgeschnitten, weil mein Festnetz benutze ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also von dem her, mein Festnetztelefon ist auch kaputt. Also von dem her, es ist also scheißegal, wie ich es drehe und wende. Ich bin momentan von der Außenwelt abgeschnitten, zumindest telefonisch, was nicht gerade sehr schön ist, weil das heißt, ich kann mit meinen Tanzpartnerinnen halt nicht reden und eigentlich ist für morgen Tanzen angesagt. Ach ja, ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie geregelt. So, aber genug davon, auf nach Flemington! Ein Krankenhaus in der wohlhabenden Stadt Flemington. Auch da wahrscheinlich auch der Foxbridge herkommt. Ach, man weiß es nicht. Krankenhaus Flemington. Willkommen in der wohlhabenden Stadt Flemington. Deren Bewohner mehr Geld als Verstand haben. Verzeih mir das Wortspiel. Aber ich glaube, hier könnten wir uns gesund stoßen, wenn wir eine Marketing-Lizenz hätten. Wir können mithilfe von Marketingkampagnen unseren Ruf verbessern, mehr Patienten anziehen und bessere Mitarbeiter gewinnen. Ich würde vorschlagen, dass wir unsere Forschung und unser Marketing auf eine Krankheit konzentrieren, unter der diese Gegend schon länger leidet. Tierische Anziehungskraft. Ja. So, hier ist es natürlich auch mal wieder arschkalt. Schließe ein, Entwesungsanlage, Forschungsprojekt ab. Diagnostiziere tierische Anziehungskraft bei einem Patienten. Oh weia. So, dann gucken wir uns mal den ganzen Spaß an. Grundstück 7. Grundstück 4. 6. Oh weia. Okay, gut. Fangen wir also nochmal an. Wir starten mit einem kleinen Kredit von 150.000. Damit haben wir das dann schon mal. Wollen wir mal gucken, wo ist ein Grundstück 1? Das müsste das sein. Wo ist dann 2? Das ist 3. 6. 5. 2. Da. 50.000. Oder hier 60.000. Aber dieses ist direkt nebenan. Nehmen wir also erstmal das hier. Das kann dann erstmal vor sich hin döseln. Ach, Zimmer. Ja, wie ich es vermisst habe. Womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir bauen hier erstmal eine kleine Aufnahme rein. Ich lasse auch schon mal zwischendurch die Zeit laufen. So, 1, 2, 3. Ich glaube, das ist ein bisschen zu eng. Bin mir nicht ganz sicher. Bauen wir mal nach hinten das Ding raus. Und dann nehmen wir mal 1, dann nehmen wir mal 2. Und da habe ich leider Scheiße gebaut und deswegen kann ich da keinen dritten hinsetzen. Okay, gut. Einen Platz weiter nach hinten. Und das sollte dann hoffentlich dann erstmal reichen. Kann ich den nochmal versetzen? Natürlich kann ich den nochmal versetzen. Also das für eine dämliche Frage hier. So, dann können wir sogar 2 daneben tun. Oder auch nicht. Können wir hier noch einen zweiten dahin tun? Nee, können wir nicht. Scheiße. Dann hätte ich nämlich das Ding umgebaut und dann hier eher in die Ecke geschoben. Aber das kann ich ja trotzdem machen. Fuck. Das funktioniert nur leider nicht, wie ich es gerne hätte. Oh Mann. Ach. Fick die Hände. Na gut, also lassen wir es so. Einstellen. Nein, möchte ich nicht abbrechen. So, einmal das. So. Da hatte ich jetzt gerade eben... Wo ist meine Maus hin? Da ist meine Maus. Ich hatte gerade eben noch mal kurz Besuch gehabt.
Also nicht über den Cut wundern. So, Assistenten. Ich brauche hier auf jeden Fall einen Assistent. Einer sollte vorerst mal reichen. Zimmer. Und als nächstes braucht man dann natürlich auch eine Arztpraxis. Und so wie das hier aussieht, könnte das sehr nach... Also ich kann ja alles in eine Reihe bauen. Das ist gar nicht mal so unübel. So. Machen wir das mal hier gleich so. Einstellen, Arzt, Diagnose vom Feinsten nehmen wir. Objekte packen wir erstmal eine normale Bank hin. Das sollte dann hoffentlich erstmal reichen. So, dann können wir die Zeit wieder normal laufen lassen. Zimmer. Ich brauche Diagnose. Bauen wir also eine allgemeine Diagnose daneben. Batsch. Zack. Hier Diagnose steht. Daneben bauen wir dann noch eine Cardio. Versuchen wir mal so viel wie möglich hier reinzuquetschen. In irgendeiner Art und Weise. Cardio steht. So, Zimmer. Psychiatrie wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich befürchte nämlich, dass wir die hier brauchen werden. Also bauen wir das auch. Einstellen, dann brauchen wir einen Pfleger. Ich nehme den. Und noch ein Psychiater mit Diagnose. Das ist vielleicht gar nicht mal so unübel. So, damit haben wir das dann schon mal drinne. Und in die Ecke. Forschung, Flüssigkeitsanalyse. Bauen wir die mal auch dahin. So. Okay. Haben wir das schon mal. Und da brauchen wir noch einen Krankenpfleger. Gut, also einen zweiten. Hauen wir dann da auch hin. Objekte. Wir brauchen ein paar neue Bänke. Machen wir erstmal überall nur eine Bank davor. Das sollte vorerst mal reichen. So, Apotheke benötigt. Patienten bitten zu warten. Das können wir natürlich auch gleich direkt bauen. Apotheke ist oben. Haben wir auch. Auch ein schönes 3x3. Und das können wir dann neben den Eingang bauen. So. Your house. Even your life. That's why you need insurance like Swindles Insurance. Oh ja. Oh weia. So. This is Two Point Radio. Wollen wir mal ein bisschen aufheizen, die Hütte. Damit die Leute nicht so rumfrösteln. Packen wir da mal eine hin. Hier können wir auch eine hinbauen. Damit haben wir den Bereich schon mal gut abgedeckt. Hier können wir was hinsetzen. Machen wir hier auch einen hin. So. Damit ist das Ding schon mal durch. Zimmer. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Toilette. Die setzen wir mal hier hinten hin. Na los, komm, dreh dich. So, Nummer 3. Ein Waschbecken. Einen Handtrockner. Desinfektionsspende. Oh, scheiße. Das fängt ja toll an. Erste schon mal gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kann ich auch schon mal direkt nach dem Hausmeister. Toll. Vom Feinsten. Wehe, du kommst als... Nein. Nein. Ja, scheiße ist. Und ich habe keinen mit Geisterding ins Kirchen. Das fängt super an. Okay, also ich brauche eine Weiterbildung. Machen wir hier eine hin, eine kleine. Machen wir es mal so. Genau. Der Patient ist abgelaufen.
Kriege ich da noch was hin? Okay. Noch ein. Noch einen. Kriege ich hier noch einen hin? Der. Und Prestige 3. Sehr schön. Wenigstens etwas. Und dann können wir nämlich auch hier gleich. Ich hoffe, ich muss das Ding nicht neu starten. Das wäre echt extrem scheiße. Wir brauchen Geisterjägerei. Wir haben einen Hausmeister. Bitteschön, kurz starten. In der Hoffnung, das funktioniert dann relativ flink. So, Objekte. Jetzt muss ich mal gucken. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Ich glaube, wenn ich das einfach so mache, funktioniert das gar nicht so, wie ich das will. Nö. Okay, gut. Machen wir erst noch mal was anderes. Wir brauchen noch einen Pausenraum. So. But don't worry, I'm just here to change the music every few minutes. Enough. So. Haben wir das schon mal. Könnte ich vielleicht noch irgendwas anderes mit Diagnose gebrauchen? Flüssigkeitsanalyse habe ich. Den Röntgenstrahler wäre nicht schlecht. Das sind aber 4x4. Gut, dann muss ich also einen Tucken erweitern. Aber dann, dafür kann ich dann die Tür an der Seite bauen. Gar nicht mal so unübel. So, dann haben wir den. Patsch. Nein. Ach, scheiße, die Heizung. Okay, gut. Die bauen wir mal dahin. Wollen wir nochmal gucken, wie sieht es denn jetzt hier aus? Heizkörper. Ich könnte hier noch einen gebrauchen. So. Das sieht soweit eigentlich im Moment ganz gut aus. Zimmer. Was können wir denn noch gebrauchen? Die Weiterbildung haben wir. Wir bräuchten noch eine Forschung. Die wäre aber im Moment zu teuer. Der Mega-Scanner wäre noch eine Möglichkeit. Oder die auch die Entleuchtung. Oder ich baue noch eine zweite Arztpraxis. Damit die Leute, die reinkommen, auf jeden Fall schnell durchgehen. Machen wir. So. Dann bauen wir hier natürlich auch nochmal einen Heizkörper rein. Ich stopfe das jetzt einfach erstmal so voll. Mir scheißegal. So, dich umziehen. Bearbeiten. Dich packen wir dahin. Und den Pausenraum, den werden wir auch nochmal ein bisschen umbearbeiten. Da muss ich nämlich leider zwei Felder mopsen. Oder eher gesagt, einen Balken mopsen auf dem Zweier. Dann habe ich hier nämlich noch einen Platz für einen 3x3. Das heißt, ich kann hier nochmal etwas Kleines reinbauen. Aber ich glaube, der Megascanner funktioniert nicht. Das sind 4x4. Entleuchtungsklinik wäre möglich mit 3x3. Aber die brauche ich jetzt noch nicht. Die Zirkustherapie ist auch 4x4. Töpferei ist 4x4. Farbtherapie ist 4x3. Frakturstation. Spritzenhaus wäre 3x3. Ich habe zwar keine Ahnung, ob ich die schon brauche, aber ich baue sie jetzt einfach mal. So. Dann habe ich das auch schon mal. Einstellen. So, wollen wir mal gucken, was haben wir hier? Station. 6 Leute. Machen wir. Ablehnen. Pause. An asparagus-scented candle that is guaranteed to enhance your afternoon napping. Holistic's usual customers, also known as the Less Sense Than Money Brigade, are already lining up to buy some. So. Wir nehmen 2 Umkleiden. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es mit den Betten machen. Weil das wird scheiße. 1 hier.
Geht nicht. Geht nicht. Eins da. Geht nicht. Geht nicht. Geht. Toll. Moment. Machen wir es mal so. Das Ding schmeißen wir raus. Dann könnten wir hier nämlich noch eins hinsetzen. Kriegen wir noch eins rein. Mittendrin. So, damit haben wir nämlich vier Betten. Aber jetzt brauche ich noch einen passenden Krankenpfleger dafür. Ja. Okay, Gott, nehmen wir dich mal. Stopfen dich dahin. So, dann haben wir sechs Leute dafür. Ah, scheiße, ich brauche da jetzt auch noch eine Heizung. Na, 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 na. So. Hier könnten wir noch eine gebrauchen. Da auch noch. Dann leuchtet das auf jeden Fall. So, Schmuddelsohle kennen wir schon. Discofieber kennen wir schon. Die sind auch alle drin. Ich glaube, im Moment ist das ganz in Ordnung. Bis auf den Punkt, dass hier das Ding leider... So. Besser. So, ich brauche Ärzte, fällt mir gerade so auf. Nehmen wir einen mit Forschung? Nee, ich nehme einen ohne irgendwas. Und der hat schon mal etwas. Ah, hier, komm, doch, nehmen wir den. Weil der hat hier auch den Scanner drin. Ne? Den können wir dann nämlich auch doppelt benutzen. Muss ich erstmal warten, bis die nächsten reinkommen. Einen zweiten Assistenten wäre vielleicht gar nicht mal so unübel. Nehmen wir mal ruhig einen, der günstig ist. So. Einen zweiten Hausmeister wäre vielleicht gar nicht mal so unübel. Der hat Ausdauertraining drin, Instandhaltung, Weiterbildung. Ach komm. Patsch. So. Damit haben wir jetzt den ersten Part schon mal drinne. Jetzt lasse ich das Ding erstmal ein bisschen laufen. Oh, noch ein Krankenpfleger für die Pharmatheke. Okay, Gott. Hier, komm. Bitteschön. Oh, toll. Erste kommt raus, gleich verreckt. Herzlichen Glückwunsch. Läuft! Wie, der hat gerade angefangen, macht jetzt schon wieder Pause? Was soll das denn? Dritte macht Pause. Okay, ich glaube, so, jetzt sollte ich mal langsam anfangen mit, da nicht mit einstellen. Ich brauche Objekte. Ich will mal was testen. Ich nehme jetzt mal einen Zeitschriftenstand. Packe ich mal hier hin. So. Und einen Geschenkeladen. You go to school, you get a job, you pay your taxes, watch TV, sleep every night. Well, that's not all there is. There's music, and music makes it all worthwhile. If you don't believe me, listen to this. Na, wer weiß, wer weiß. So, Weiterbildung, nicht jetzt. Die kommt später. Obwohl, nein. Jetzt noch nicht. Ich kann jetzt noch keine Ärzte weiterbilden. Das funktioniert nicht. Keine Chance. Laborbesuch. Ja, okay, gut, soll er machen. Stört mich nicht. Objekte. Gibt es irgendwas, was die Diagnose weiter voranschreiten lässt? Ich hoffe, ja. Weiterbildungstempo 1%. Das bringt mir gar nichts. Bringt nichts. Bringt nichts. Weiterbildung. Okay. Süßigkeitenspender, Bücherregal, verringert Langeweile, Krankenhausambiente, Ausstattung, nein, 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 Anatomie, Weiterbildung, Zimmerbrunnen, Krankenhausattraktivität, Weiterbildung. Ich kann jetzt hier erstmal alles, was Weiterbildung, komm, kaufen wir mal. Das Ding bringt auch 1% Weiterbildung. Können wir auch schon mal holen. Und ich glaube, hier unten ist alles nur noch Optik.
Anschlagbrett, Telefon. Nummer 1. Ah ja, geht auch sofort los. Eine Uhr erhöht Krankenhausattraktivität, wäre vielleicht auch noch eine schöne Sache. Was ist mit dem? Entwesungsanlage benötigt. Unsere Ärzte haben neue Krankheit denkt. Tierische Anziehungskraft. Yay! Da haben wir sie. Schließe Entwesungsanlage Forschungsprojekt ab. Oh, scheiße. Patient benötigt zum Behandeln lassen. Dafür wird folgende Entwesungsanlage nach Hause schicken. Bringt mir im Moment noch nichts. So 4 von 6 Gehalt. Entwesungsanlage muss erforscht werden. Was möchten Sie tun? Patienten nach Hause schicken. Bringt mir alles noch nichts. Kann ich noch nicht behandeln? Okay, gut. Das heißt, ich brauche die Forschungsabteilung und da komme ich nicht drum herum. Ich bin gerade am Grübeln. Eine Sekunde. Zurück zur Karte. Ich habe doch... nein, nicht hier. Da. Da habe ich nämlich auch die Forschung ja relativ hochgezogen. Ich kann ja mal gucken, wie es hier aussieht. Ob die hier verfügbar ist. Na, nicht das. Kann ich das Ding abbrechen? Ich könnte Projekt auf Eis legen. Entwesungsanlage. Ha! Vom Feinsten. Projekt starten. Machen wir doch mal. So, ich warte jetzt hier einfach ein bisschen. Ich lasse mal ein bisschen die Zeit laufen. Ihr seht, ich habe hier noch ein bisschen mehr Zeit laufen gelassen. So, in der Hoffnung, dass ich dann hier das Ding fertig kriege. Und ich glaube, ich werde hier auch noch mal ein bisschen umbauen. Ne? Das heißt, das Ding ist sowieso viel zu groß. Mehr als 6 braucht man dann nicht. Ablehnen. Nein, brauche ich nicht. Alle 6 Patienten mit Fortaset. Ja, von mir aus. Können sie gerne machen. Ja, das heißt, ich werde hier das Ding mal ein bisschen gleich umbauen. Und anschließend mal gucken, wie schnell... Oh, das geht ja sehr schnell. Okay, gut. Ich melde mich gleich wieder, sobald die Forschung fertig ist. So, Entwesung ist abgeschlossen. Wir haben ein neues Apparat zur Behandlung von tierischer Anziehungskraft entwickelt. Entwesungsanlage. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie teuer ist denn die Scheiße. 20.000, das geht ja. Also von dem her ist jetzt nicht so dermaßen wild. Okay, gut. Das heißt, ich bin hier an sich erstmal wieder fertig. Und dann kann ich auch hier wieder raus. Von dem her. So. Und zurück zur Karte. Tü-tü-tü-tü. So, und dann gehen wir wieder zurück. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht... Ah, ich muss die rechte Maustaste nehmen, ich honke. Okay, gut. Fortfahren. Eieieiei. Im Übrigen, das ganze Marketinglizenz. Tolle Neuigkeit. Der Gesundheitsminister von Two Point County hat uns gerade eine Marketinglizenz erteilt. Jetzt können wir Marketingkampagnen starten, um den Ruf unseres Krankenhauses zu verbessern und es attraktiver für Patienten und Personal zu machen. Wir müssen ein Marketingzimmer bauen, um einen Assistenten mit Marketingausbildung einstellen und oder dafür weiterbilden. Oh Gott. Das können wir gleich machen. Zimmer. So, jetzt bauen wir erstmal eine Entwesungsanlage. Die braucht 4x4. Bauen wir sie einfach mit hier rein. So, Prestige 2. Passt. Sehr schön. Genau, seid gefälligst nicht krank. Oh, ich sehe gerade was. Objekte, Bank. So, bitteschön, dann kannst du dich auch hinsetzen. Wir brauchen die Entwesungs... Nee, Blödsinn, die habe ich ja jetzt schon, die Entwesungsanlage. Was brauche ich jetzt für Stern 1? Krankenhauswert von 1.000.000. Geht doch schon wieder los. Ruf von 70%. Heile 10 Patienten mit tierischer Anziehungskraft. Starte eine Marketingkampagne. Okay, gut. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall das Marketingzimmer. Marketing. Marketing, Marketing. 4x3. Ihhh.
Okay, gut. Gehen wir mal hier hin. Da haben wir hier schon mal die 4. Und ich glaube, jetzt habe ich sogar 5. Egal. Marketing. Bauen wir. Haben wir. So, mal gucken. Marketing-Tisch brauche ich. Kann mal ein bisschen die Kamera drehen. Fällt mir gerade so ein. Ein Marketing-Tisch. Dann haben wir dieses hier. Und dann schließen wir das Ding erstmal so ab. So, um eine Marketingkampagne zu starten, klicke auf den Marketingtisch oder setze einen Assistenten mit Marketingausbildung in das Zimmer. Allgemeine Kampagnen verbessern den Ruf für das Krankenhauses insgesamt. Des Krankenhauses insgesamt. Bewerbungskampagnen können die Anzahl der Kandidaten, die sich auf verschiedene Stellen bewerben, erhöhen die Anzahl. Okay, habe ich verschluckt. Aufklärungskampagnen erhöhen die Anzahl der Patienten mit bestimmten Symptomen und verbessern deinen Ruf bei der Behandlung spezifischer Krankheiten. Hinweis: Schalte mehr Aufklärungskampagnen frei, indem du in jedem Gebiet neue Krankheiten deckst. Okay. Ist natürlich schön. Das macht Sinn. So, Lykantropie, was haben wir noch? Hätte gerne ein richtig großes, schickes Pausenzimmer. Ablehnen. Gibt's noch nicht. Update Öffentlichkeitsarbeit. Ja, aber fürs Marketing habe ich ja noch gar keine Leute. Einstellen. Krankenpfleger. Haben wir auch keinen mit Marketing. Na, scheiße. Aber der ist gut. Komm. So, nehmen wir den mal. Einen können wir zumindest holen. Weiterbildung. Weiterbildung, Weiterbildung. Da, Weiterbildung. Ich brauche Marketing. Oh, wie passend. Einen kann ich reinstopfen. Machen wir das doch mal. Gut, starten. Bilden wir halt einen aus. Ach, das ist ein Assistent. Ach, scheiße, nur ein Assistent. Marketing. Gut, Nummer 2. Auch gut. So. Was brauchen wir denn? Machen wir erstmal eine kleine Kampagne für 3 Monate, eine mittlere oder eine große? Gibt es unseren Ruf mit TV-Kampagnen mit Weltstar Roderick Cushion einen ordentlichen Schub? Mittlere ist, lass überall im County krankenhausfreundliche Poster aufhängen, um unseren Ruf aufzupolieren. Oder hilf unseren Ruf mit einer Anzeige auf der Kontaktseite im lokalen Two-Point Scrabbler ein wenig auf die Sprünge. 40.000 kostet die große. Komm, machen wir mal eine große. Kann ich dann hier noch einen zweiten? Denke ich mal ja, ne? Ja. So, bauen wir da noch einen zweiten rein. Dann passt das. Können wir vielleicht noch einen Arzt holen, der den Scanner hat? Jo, Tatsache, haben wir. Oh, und Behandlung ohne Ende. Und Allgemeinmedizin, ja, wunderbar. Wunderprächtig, sehr schön. Nehmen wir gleich mit. Beförderung. Befördern. Gut, ich mache jetzt hier auch nicht extra mehr Kohle drauf, weil die werden sonst sehr schnell sehr teuer und das kann ich mir jetzt im Moment noch nicht so wirklich leisten. Aber ich merke schon, die Allgemeinmedizin ist irgendwie stark am Überlaufen. Was nicht sehr schön ist. Ich glaube, ich brauche da mehr Bänke, damit die zumindest schon mal sitzen. Machen wir es doch mal. Silberbank. Können wir hier schon mal eine? Gut. Können wir noch eine? Auch gut. Können wir da eine? Nein, können wir nicht. Okay, gut. Aber auf der anderen Seite können wir auch noch welche hinsetzen. Oh. Nicht gut. Hausmeister! Wo ist unser Hausmeister? Einsacken, den Geist. Schnell! Warum zum... Wo ist unser Hausmeister?
Hausmeister? Ist der in Pause? Befördern! Gut, können wir machen. So, in diesem Fall mache ich auch hier wieder das gleiche wie beim letzten Mal. Einfach direkt alle öffnen. Oh. Oh. Okay, gut, da muss ich noch einiges machen. Den Easy-Scan kann ich hochziehen. Wer eine alte... Ah, ich habe keinen, der Upgrades machen kann.